Weg zum 10. Print Day am 5. und 6. Oktober in Duisburg, Landschaftspark Nord. Der Print Day beschäftigt sich mit Produktkommunikation im Allgemeinen und im Speziellen natürlich um die digitale Transformation. Digitale Transformation einerseits die Orchestrierung und die Customer Experience in den verschiedenen Touchpoints auf den verschiedenen Kanälen, als auch natürlich der Einsatz der verschiedenen Technologien. Aber zurück zur Datenqualität. Wir müssen alles dafür tun, dass wir einen guten oder einen sehr guten Produktdatensatz hat. Wesentliches Element der Content-Strategie, wesentliches Element der Customer Experience. Diese Aussage habe ich im letzten Print-Day getroffen. Und die Aussage ist genauso aktuell wie vor 2 Jahren. Der Umgang mit Daten ist eine der zentralen Herausforderungen in der Produktkommunikation, im Marketing. Deswegen wendet sich der Print Day an alle Menschen, die sich auch um die Content-Erstellung kümmern, sei es im Marketing, im Produktmanagement und natürlich auch auf der technologischen Seite, wie man in Zukunft Content auch automatisiert durch künstliche Intelligenz erstellen kann. Auch für diese Themen haben wir spannende Vorträge von Experten als auch von Kunden, die solche Verfahren bereits einsetzen. PIM-Projekte machen so viel Spaß wie Kinderzimmer aufräumen, nämlich gar nichts. Dieses spannende Themenfeld von einerseits Sachen, die so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie Artificial Intelligence, Experience Business, waren Themen, die ich jetzt gerade auch präsentiert habe. Und dann gleichzeitig aber wieder so ganz praktisch runtergehen in die Produktion. Wie entsteht Katalog heute? Print Days sind für mich auch sehr spannend, weil man andere Projekte kennenlernt, andere Kunden, die vergleichbare Projekte haben und dadurch immer wieder auf neue Ideen kommt. Auf den Print Days bin ich wieder gespannt, die Vorträge zu hören, gerade auch aus anderen Branchen und auch nochmal die Kollegen und Kollegen kennenzulernen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Dankeschön. Ja, die Veranstaltung ist, wie die letzten Male auch, wo ich dabei sein konnte, ein Riesenerfolg. Es ist schön, mal wieder alle Leute zu sehen, alle Leute zu treffen. Mehr als 40 Redner und 20 Aussteller beschäftigen sich mit Multi-Channel Publishing, mit Customer Experience, mit der Automatisierung in Produktkommunikation. Ob es KI ist, der Veränderungsprozess, der durchgeführt werden muss, dass Digitalisierung im Marketing erfolgreich umgesetzt werden kann. Welche Rolle Kreativität spielt, all diese Themen betrachten wir auf dem Print Day und wir freuen uns auf eine anregende Diskussion mit Ihnen. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.